Know-how, wenn man sich mit 20 schon alt fühlt, klappe die erste. Hallo ihr Lieben! Was geht? Willkommen in der dritten Folge von Know-how und heute verraten wir euch, warum wir uns mit 20 schon manchmal zu alt fühlen. So schlimm ist es auch nicht. Heute wollen wir ein bisschen über die Altersgrenzen, die Kategorien und unsere Programme reden. Viel Spaß! Thema Kategorien, Altersbegrenzung. Was wissen wir dazu genau? Also die meisten größeren Wettkämpfe, sage ich mal, deutsche Meisterschaften und dann auch mal ein paar internationale Wettkämpfe, fangen meistens ab Nachwuchs an, dann kommen Junioren und dann kommen die Senioren. Aber auf Deutsch hört sich wir das besser an. Schon Senioren. Auf Deutsch heißt es nämlich Meisterklasse. Das klingt noch ein bisschen besser als Senioren, wie international. Und es gibt natürlich noch andere jüngere Gruppen, aber die... Sowas wie Knaben zum Beispiel, das fällt mir auf, weil das so die erste Kategorie war, glaube ich, in der ich gestartet bin, im Alter von 5 Jahren oder sowas oder 6 Jahren. Die gibt's heute, glaube ich, gar nicht mehr. Was gibt's da noch für Kategorien? Da gibt's Neulinge. Ja, es gibt noch total süß. Es gibt noch die Küken und die Minis. Wie süß ist das denn, Minis? Kleine Minions. Nein, keine Ahnung. Also die sind, glaube ich, 5, 6 Jahre alt und das ist so der normale Startalter von Wettkämpfen. Das normale Startalter. Das, genau. Ja. Das normale Startalter von Wettkämpfen. In den nächsten Schritten beschränken wir uns auf die Kategorien von Nachwuchs bis Senioren, also bis zu unserer Kategorie. Wir und andere, ist klar. Dann gibt es natürlich auch sowas wie eine Altersbeschränkung immer, die ist natürlich immer dabei. Und auch sowas wie ein Stichtag. Der Stichtag ist bei uns 1. Juni. Wenn man danach geboren wurde, kann man noch ein Jahr länger in der Kategorie bleiben. Davor genau andersrum. Heißt, kurz im Überblick, wenn das Mädchen 15 ist, aber am 2. Juni Geburtstag hat, kann sie noch ein Jahr lang bis sie 16 ist, Nachwuchs laufen und dann zu Junioren rübergehen. Okay, kleiner Crashkurs von Katharina, vielen Dank dafür. Also Kategorie Nachwuchs, Eistanz, da ist die Altersbeschränkung so, dass das Mädchen maximal 15 Jahre alt sein darf und der Junge maximal 17. Sollten die jetzt älter sein und nach dem Stichtag geboren worden sein, dann müssen sie eine Kategorie höher starten. Nichtsdestotrotz können sie natürlich, wenn sie wollen, schon früher in die Kategorie Junioren starten. Nächste Kategorie, Junioren. Bitteschön! Junioren? Ebenfalls, das Mädchen muss 18 sein und der Junge maximal 21. Länger dürfen sie nicht laufen. Und es wird immer aufgeteilt zwischen Mädchen und Junge. Fragt uns nicht, warum. Ich weiß nicht, warum ein Mädchen mit 21 nicht Junioren laufen darf, aber... Das war zum Beispiel bei uns der Fall. Ja. Als wir angefangen haben, zusammen zu laufen im April 2014, da war ich... wie alt? 18. 18 gerade geworden. 18 geworden, genau. Genau, 18 gerade geworden. Und da ich ein Jahr, nein, kein Jahr, aber ein halbes Jahr jünger als Katharina bin, war sie dementsprechend auch so alt wie ich, in dem Sinn, also während der Saison. Und deswegen durften wir nur noch ein Jahr Junioren laufen, weil Katharina ja schon dann die Altersbeschränkung von 19 Jahren erreicht hatte. 18. Aber ich hatte Glück, ich habe nach dem Stichtag 18. Geburtstag. Deshalb durfte ich noch ein Jahr länger bei Junioren laufen. Okay. Glück gehabt. Das dazu. Nächste Kategorie. Meisterklasse oder Senioren, wie man es nehmen will. Wir sagen lieber Meisterklasse. Ja. Hört sich einfach besser an.
Das sind, wie gesagt, wir. In der Kategorie starten wir und auch weltweit so ein paar andere, so ganz minimal. Diese Kategorie beginnt halt ab der Altersklasse 21 für den Jungen, 18 fürs Mädchen. Aber wie gesagt, da kann man immer, sobald man sich bereit fühlt, natürlich immer in der höheren Kategorie starten. Mittlerweile ist es wirklich so, dass diese Altersbegrenzung, diese Altersbeschränkung immer mehr verschwimmt und immer weniger wird. Weil jetzt erst das Beispiel bei den Olympischen Spielen, bei den Damen mit 15 Jahren hat da eine Russin gewonnen, also 15 Jahre. Das ist doch so jung! Mit 15 Jahren wusste ich persönlich nicht, also nee. Ich kann mich gar nicht mal erinnern, was ich da gedacht habe. 15 Jahre Olympiasiegerin, aber sowas soll es auch geben und sowas gibt es bei uns auch. Ja, und das ist auch der Grund, warum man sich vielleicht mal mit 25 neben einer 15-Jährigen doch schon alt fühlt und... Mit ja. 21, wir sind erst 21. Ja, ich rede jetzt von auch so. Anderen. Wir sind ja noch so... Mittlerer Bereich. Mittlerer Bereich. Genau. Das Ganze geht dann ohne Ende. Also man kann bis Open End eigentlich Open End, genau. Ja, genau, in dieser Kategorie laufen und da Spaß dran haben und einfach weiter Gas geben, wenn man die Kondition hat. So, damit sind wir am Ende unseres Videos, unseres kleinen Tutorials Nummer 3 angelangt. Und wir hoffen, euch hat's gefallen. Wie immer. Klick. Abonniert, liked, lacht auf alle Fälle, genießt es. Stay happy. Ja, genau. And positive. Gut. Freut euch, was wir sonst noch so im Kasten haben. Also für die nächsten Videos. Uns fehlen auf jeden Fall noch so einige Themen, die wir da ansprechen werden. Und ja. Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Okay, fangen wir an. Los geht's.